Wenn es um richtige Herausforderungen geht hier in der Wiener Stadthalle und die Prüfung, die wir gestern Abend hier erlebt haben, der längste und schwerste Hallenparcours der Welt, das Wiener Hallenderby, ist garantiert eine schwierige Herausforderung. Dann braucht es auch echte Profis im Sattel, der zweitplatzierte Christian Allmann aus Deutschland. Dieser Derby-Parcours, erstens einmal, wie merkt man sich diese lange Linie überhaupt und dann, wie legt man so eine doch ein bisschen andere Sprengprüfung auch an? Ja gut, man muss sich schon ein bisschen mehr konzentrieren als sonst oder man muss das zwei, dreimal durchgehen, weil es sind ja, waren ja sicherlich 7, 8 Sprünge mehr als ein normal schon langer Parcours. Viele lange Wege, viele spezielle Derby-Hindernisse, die doch sehr konzentriert angeritten werden muss, weil das Pferd die halt nicht kennt. Und deshalb ist es schon eine richtige Herausforderung. Da waren ja gestern so ein paar Kriterien drinnen, die auch immer wieder einigen von deinen Reiterkollegen zum, sagen wir nicht Verhängnis, aber doch zum Problem geworden sind. Wo hast du bei der Parcoursbesichtigung gesagt, da muss ich ganz besonders aufpassen auf mein Pferd? Ja, es ist schon die Situation, wo man durch den Eckboxer durchreiten muss, um einen ganz schmalen Steil zu springen. Das hat meiner bis dahin noch nicht gemacht, also muss ich da sehr, sehr vorsichtig sein und mir auch die nötige Zeit nehmen. Und zum anderen gleich am Anfang vom Parcours eine Triple Bar in einen Doppelsteil rein mit jeweils einem Wassergramm drunter. Das war erstmal sehr hoch von den Abmessungen und auch sehr, sehr technisch. Die Distanz zum Doppelsteil war entweder mit 4 sehr langen Galoppsprüngen oder 5 extrem kurzen. Also das war schon sehr, sehr schwer. Es ist ja auch ein sehr, sehr langer Parcours von der Zeit her. Entsprechend lange hat der Umlauf gedauert. Wie lange habt ihr da dazwischen dann Zeit gehabt, euch vorzubereiten auf Stechen? Ja, das ging gleich im Anschluss, ein paar Minuten Umbaupause, dann ging es wieder weiter. Mein Pferd war in der Mitte von der Starterliste, so hat er auch Zeit genug gehabt, sich wieder ein bisschen auszuruhen und fit zu werden fürs Stechen. Aber gerade bei so einem Springen mit Stechen ist schon auch interessant, wo man im Umlauf auf der Startliste steht, nehme ich an. Ja gut, der eine oder andere hat es lieber, dann direkt weiter ins Stechen zu gehen, einmal durchboosten und direkt weiter. Ein Pferd, der am Anfang des Parcours ist, muss wieder ganz neu aufgewärmt werden. Da hat jeder so seine Vorlieben. Grundsätzlich ist es besser, wenn man am Ende startet vom Stechen. Man kann sehen, wie die Konkurrenz so reitet, wie viel Risiko sie eingeht und wie das so alle klappt. Und man kann am Ende dann schon ganz genau einen Plan machen, um dann vielleicht den Siegesritt hinzulegen. Deshalb ist es am Ende schon besser. Es spielen also unglaublich viele Faktoren mit. Ganz kurz noch zur Veranstaltung hier in Wien. Wiener Stadthalle, eine besondere Atmosphäre fürs Publikum. Wie gefällt es euch Reitern hier bei uns? Ja, sehr, sehr gut. Ich bin sehr froh, dass dieses Turnier wieder stattfindet. Ich war die Jahre zuvor schon, bin ich sehr, sehr gerne hierher gekommen. Es war ja eine tolle Atmosphäre, wie Sie gesagt haben. Es ist ein tolles Programm. Super Sport. Letztes Jahr war es leider nicht, aber deshalb bin ich wirklich sehr froh, genauso wie meine Kollegen auch, dass es wieder stattfindet. Und habt ihr beide auch schon Zeit gefunden, ein bisschen die Stadt anzuschauen wieder? Nein, leider bisher noch nicht. Wir haben es die Jahre zuvor hier und da mal gemacht. Nicht genug, muss ich leider zugeben, aber wir werden es nachholen. Selbst Wiener, die hier leben, haben noch nicht alles gesehen. Viel Glück auf jeden Fall dann morgen für den großen Preis, Christian Allmann.